Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video oder besser gesagt zu diesem neuen Quick-Tipp-Video. In diesem Quick-Tipp-Video möchte ich euch gerne einmal die neue Funktion, die wir unter DSM 7.1 haben, die möchte ich euch mal zeigen, und zwar Rechte zu delegieren. Das bedeutet, wir können natürlich nicht nur den Zugriff auf bestimmte Applikationen oder auf bestimmte Daten oder Dateien konfigurieren, sondern wir können auch die Berechtigung konfigurieren. Wofür ist das Ganze wichtig? Na, ganz einfach. Wenn ihr zum Beispiel eine größere Umgebung habt und ihr habt mehrere Personen, die euch bei der Verwaltung der Synology unterstützen sollen, dann müsstet ihr die normalerweise eigentlich zum Administrator machen, damit ihr eben auch den Zugriff auf die Systemsteuerung und auf die ganzen anderen Dinge dort bekommen. Das muss aber eigentlich gar nicht sein, denn wir haben natürlich auch die Möglichkeit, hier einfach sogenannten Nicht-Administratoren eine Rolle zuzuweisen, damit sie in der Lage sind, einige Dinge bei der Systemsteuerung in der Verwaltung der Synology durchzuführen und uns bei der Arbeit, bei der täglichen Arbeit zu unterstützen. Hier gibt es verschiedene Rollendefinitionen und ich zeige euch jetzt mal in diesem Video, wie man das Ganze anwenden kann. Mein Name ist Frank und ich arbeite als IT-Administrator und Netzwerkcoach für Synology-Systeme und betreue natürlich auch viele Kunden mit ihren Synology-Systemen. Und neben den Standardroutinen und gelegentlichen Fehlerbehandlungen sind auch immer wieder mal so kleinere Aufgaben beim Kunden nötig. Da meine Zeit kostbar ist und der Kunde natürlich auch irgendwo so ein bisschen Geld sparen möchte, habe ich es bei mir so gelöst. Bei meinen Kunden, die ein größeres Netzwerk haben mit vielen Benutzern, habe ich mir einfach einen Hilfsadministrator gesucht, also einen technisch versierten Mitarbeiter, der die kleineren administrativen Aufgaben für mich übernehmen kann. Nun möchte ich natürlich nicht einfach jeden x-beliebigen Mitarbeiter beim Kunden direkt zum Administrator machen und deswegen nutze ich hier die Funktion Delegieren von Rechten. Ich zeige euch das jetzt mal an einem kleinen Beispiel hier mit dem Benutzer Peter. Dazu loggen wir uns einmal ganz kurz eben als Peter ein, damit ihr seht, dass das auch wirklich funktioniert und damit ihr auch seht, welche Berechtigungsstufe der Peter im Augenblick gerade hat. Wir sehen jetzt hier schon bei dem Peter auf seinem Desktop, da fehlen natürlich so ein paar Dinge, beziehungsweise es fehlt hier ein ganz entscheidendes Element, die Systemsteuerung. Über diesen Weg hat er also keine Möglichkeit, irgendetwas an meinem System zu verstellen. Lediglich in den Synology Mail Plus Server kommt er rein, aber auch da kann er nur die maximal persönlichen Einstellungen vornehmen, weil er natürlich auch dort keine Berechtigung hat. Genau, und das gilt es jetzt halt eben der Stelle zu ändern, dass wir ihm jetzt hier auch die entsprechenden Rechte auf die Systemsteuerung geben, aber nicht auf alle Rechte, sondern nur auf ein paar kleinere Rechte, die also nicht ganz so dramatisch sind. Und das wollen wir jetzt einmal tun. Ich gehe mal davon aus, wir haben nur einen Mitarbeiter, der für die Verwaltung sozusagen, der uns bei der Verwaltung unterstützen soll. In größeren Umgebungen, wo wirklich viele Benutzer zu verwalten sind und mich mehrere Mitarbeiter bei der Verwaltung unterstützen sollen, da kann man das Ganze natürlich auch mit einer Gruppe machen und eine Gruppe und entsprechende Mitglieder halt eben dort hinzufügen, die mich dann bei der Arbeit unterstützen sollen. Wir machen das Ganze jetzt aber mal etwas kleiner und machen das mal ausschließlich nur mit dem Peter. Sucht euch einfach den Benutzer aus, der euch in Zukunft unterstützen soll. In meinem Fall ist es jetzt hier der Peter. Und über die Systemsteuerung Benutzer und Gruppen gehe ich auf den Peter und hier oben auf diesen Schalter Delegieren. Und hier sehen wir den Punkt Delegierte Administration. Klicken wir einmal hier drauf, dann sehen wir jetzt auch schon, was das bedeutet. Wir haben also jetzt hier die Möglichkeit, dem Peter, der kein Administrator ist, eine Rolle zuzuweisen, also eine Rolle zu delegieren. Genau das ist hier die Aussage. So, da der Peter nur ein paar kleinere Aufgaben lösen soll, wie zum Beispiel das Zurücksetzen von Kennwörtern oder das Freischalten von neuen Benutzern und diesen Dingen, kann ich ihm natürlich auch hier gleich oben die Berechtigung zuweisen, Verwaltung lokaler Nutzer und Gruppen. Das bezieht sich halt eben auf die Benutzer und Gruppen, die lokal auf meiner Synology eingerichtet sind bzw. dort halt eben erstellt worden sind. Habe ich eine Domäne oder ist meine Synology eventuell sogar der Domänencontroller oder Mitglied einer Domäne, dann kann ich das Ganze natürlich auch hier gleich für meine Domänengruppen und Domänenbenutzer machen. Auch die Möglichkeit besteht. Ich mag das jetzt mal in der Sekunde nicht, das braucht er nicht. Reicht es eigentlich jetzt hier, wenn er erst einmal die lokalen Benutzer betreuen kann. So, ich bestätige das ganz einfach mal. So, ich logge mich nochmal hier als Peter ganz kurz einmal ein, dann sehen wir auch schon den gravierenden Unterschied, denn jetzt hat der Peter auch die Systemsteuerung.
Wenn wir jetzt mal hier in unser Menü gucken, in unser Hauptmenü gucken, dann findet er jetzt hier auch den Punkt Systemsteuerung. Die anderen Dinge, die er natürlich hier sieht, ja Drive, Kalender, Fotos und diese Dinge, das ist ja klar, das sind ja Applikationsberechtigungen. Das hat ja nichts mit dieser Funktion Delegieren von Benutzerrechten zu tun. Dann schauen wir auch mal in die Systemsteuerung hinein und sehen hier, ja, er kann hier auch nicht ganz so viel machen, denn er kann hier lediglich die Benutzer und Gruppen verwalten. Das ist das Einzige, was er machen kann. Und jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, ja, ja, der Peter, der ist pfiffig, ja, der liest halt eben auch eine Computerzeitschrift und weiß, dass ein Administrator natürlich auch viel mehr Berechtigung hat und könnte natürlich jetzt versuchen, sich zum Administrator zu machen. Nee, kann er nicht. Weil wenn wir jetzt hier mal reinschauen, dann fehlt uns hier schon mal der Peter. Das heißt, er kann sich also hier schon mal selbst nicht verwalten. Er kann sich lediglich hier oben verwalten. Das kann er hier oben machen über die persönliche Karte. Da kann er natürlich ein paar Dinge tun, aber er kann halt eben auch nicht alles machen. Und nun kann er halt eben auch den Benutzer Clara oder auch jeden anderen Benutzer halt eben hier entsprechend bearbeiten. Er braucht ja einfach nur auf den Punkt Bearbeiten gehen und hat hier schon direkt Zugriff auf den Benutzer. Er kann hier die ganzen Kontoeinstellungen durchführen. Er kann den Benutzer auch zu einer anderen Gruppe hinzufügen. Was wir hier aber schon sehen, was hier nämlich auch wieder auffällt, was hier fehlt, ja, das ist die Gruppe der Administratoren. Also er kann auch keinen anderen Benutzer einfach so mal eben schnell zu einem Administrator machen. Ja, und die anderen Dinge wie Quota, Geschwindigkeitseinstellung und die anderen Einstellungen, da gehe ich jetzt mal nicht näher darauf ein. Falls dir das viel zu kompliziert ist und du das nochmal genauer erklärt haben möchtest, wie man die Benutzer einrichtet, wie man die Synology einrichtet, dann kann ich dir nur den Online-Kurs DSM-7 von A bis Z empfehlen. Schau dir den mal hier an. Ich habe das mal oben hier verlinkt. In diesem DSM-7 Compendium-Kurs zeige ich dir dann mal im Detail, wie man die Diskstation einrichtet, wie man die Benutzer erstellt und die Freigaben einrichtet und welche Einstellungen du unbedingt vornehmen solltest. Da nehme ich dich mal so an die Hand und zeige dir Schritt für Schritt, damit du das Ganze noch einmal so richtig erklärt bekommst. So, jetzt aber wieder zurück zu unserem Thema. Gucken wir mal hier in die Gruppen. Auch hier sehen wir wieder, hier fehlt auch die Gruppe Administrator. Das heißt also, er kann hier keinen Benutzer in der Gruppe Administrator hinzufügen oder den eventuell da rauslöschen. Also das funktioniert nicht. So, das sind eigentlich so die einzigsten Berechtigungen, die er jetzt hat. Und jetzt können wir natürlich hergehen und sagen, ist gut, okay, der Benutzer Peter soll vielleicht noch auch die öffentlichen Ordner, also die Freigaben, soll er vielleicht auch noch bearbeiten können. Also wollen wir diese Berechtigung auch noch eben für den Peter konfigurieren. Dazu gehen wir erneut auf den Punkt Peter, nochmal in der Systemsteuerung, gehen auf den Punkt Delegierte Administration und sehen jetzt hier, dass der Peter die Verwaltung von lokalen Benutzern und Gruppen hat. Und nun kann ich ihm auch hier unten noch die Berechtigung für die verwalteten Ordner mit angeben. Auch das wollen wir einmal überprüfen, eben ob das funktioniert. Und wenn der Peter seinen Desktop einmal aktualisiert, dann sieht er jetzt nun auch hier, dass er zusätzlich zu der Benutzer- und Gruppenverwaltung auch noch die Verwaltung der freigegebenen Ordner hat. Denn das war auch etwas, was ihm vorhin gefehlt hat. Ich gehe nochmal einfach hier auf die Clara auf Bearbeiten und dann sehen wir jetzt hier, jetzt gibt es auch hier den Punkt Berechtigungen, wo er halt eben auch den Zugriff hier auf die entsprechenden, ja, Ordner sozusagen zuweisen kann. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, das geht natürlich nur insofern, er halt eben auch tatsächlich die Berechtigung auf diese freigegebenen Ordner hat. Er kann natürlich nur die Ordner verwalten, wo er auch selbst Berechtigungen drauf hat. Die Ordner, die er nicht lesen kann, die kann er natürlich auch nicht verwalten. Natürlich kann man sich das Ganze auch nochmal im Detail anschauen. Wir können hier nochmal über die Berechtigungsansicht einmal gehen und können uns jetzt hier auch zwei verschiedene Ansichten einmal anschauen. Und zwar einmal nach Rollendefinition. Dann sehen wir sofort hier, welche Berechtigungen für welche Benutzer konfiguriert sind. Und wir sehen hier, dass die lokalen Benutzer und Gruppen von Clara und von Peter bearbeitet werden dürfen. Das Gleiche gilt auch hier für die freigegebenen Ordner. Das Ganze kann ich hier in der Ansicht auch einmal umschalten, dann sehe ich es genau andersrum. Also welcher Benutzer hat welche Rolle sozusagen Intus, das sehe ich dann hier in der Form auch. Da sehen wir das auch nochmal hier, dass die Benutzer Clara und der Benutzer Peter, die haben halt eben diese entsprechenden Berechtigungen. Ich persönlich mag das ganz einfach hier, dass ich das über die Rollendelegation mir anzeigen lasse. Wenn ich möchte, können wir das Ganze auch noch exportieren als CSV-Datei. Das ist natürlich gerade in großen Umgebungen, wo ich halt eben viele Details konfiguriert habe, ist das mit Sicherheit sinnvoll, auch mal solche Dinge zu dokumentieren. Wir haben natürlich noch eine Funktion hier und zwar können wir natürlich noch weitere Berechtigungen hinzufügen. So, wir haben einmal die Rollenberechtigung schon gesehen. Das war diese Berechtigung, die hatte er schon. Diese Berechtigung hatte er auch schon. So, das sind also die Punkte, die er bis jetzt durfte.
Jetzt könnte ich ihm natürlich noch weitere Funktionen hinzufügen. Ich könnte ihm auch halt eben die Rolle Zugriffssteuerung und Verwalten geben. Dann kann er halt eben auch hier noch ein paar mehr Dinge tun im Benutzerkonto. Oder ich möchte einfach nur, dass der Peter mich bei der Überwachung des Systems halt eben unterstützt. Dann kann ich natürlich hier das auch ankreuzen. Dann hat er Zugriff auf das Infocenter und auf den Ressourcenmonitor sowie halt eben auch hier die Systemdatenverwaltung. Das möchte ich ihm allerdings nicht zutrauen. Er soll also jetzt in meinem System keine Daten verändern. Das Einzige, was ich ihm an Berechtigungen noch zuteilen möchte, das wäre auch die Hyper-Backup-Verwaltung. Ja, ich möchte also, dass derjenige, der Peter halt eben in der Lage ist, halt eben auch die Hyper-Backup-Aufträge zu kontrollieren, beziehungsweise den Erfolg oder auch den Misserfolg meiner Hyper-Backup-Aufträge, meiner Datensicherung zu kontrollieren. Also werde ich ihm diese Berechtigung jetzt hier auch noch einmal mitgeben. Und wir schauen noch mal, wie das aussieht, wenn der Peter sich jetzt am System anmeldet. So, dann kommen wir mal in das Hauptmenü. Und wenn wir jetzt ins Hauptmenü einmal hineinschauen, dann sehen wir jetzt hier, dass der Peter jetzt noch mehr Berechtigungen bekommen hat. Er hat nämlich jetzt hier auch noch den Zugriff auf den Ressourcenmonitor. Also kann jetzt hier so ein bisschen was über die Verwendung der Ressourcen halt eben hier sehen. Er kann ja auch die Aufgaben hier kontrollieren und so ein paar Dinge halt eben, die zu der Systemüberwachung einfach gehören, um halt eben auch die Betriebsfähigkeit vom System zu ermitteln und mir gegebenenfalls mitzuteilen. Und was wir natürlich hier auch sehen, Hyper-Backup hat er jetzt hier auch. Das hole ich mir mal auf seinen Desktop einfach hier. Und jetzt kann er natürlich auch über den Punkt Hyper-Backup in die Aufträge hineinspringen. Sieht hier sofort, welche Aufträge ordentlich abgearbeitet worden sind, also welche Datensicherungen gut funktioniert haben oder welche auch vielleicht nicht funktioniert haben. Er hat natürlich über diesen Weg auch jetzt die Möglichkeit, eine eigene neue Datensicherungsaufgabe zu erstellen. Ja gut, wenn er das kann, dann kann er das ruhig gerne tun. Er kann allerdings natürlich auch, ja, ich sag mal, von hier aus natürlich nicht nur den Auftrag sehen oder auch bearbeiten, sondern er kann ihn natürlich auch von hier aus einmal löschen. Auch die Option wäre natürlich möglich. Das heißt, ich habe ihm ja die komplette Administration über die Datensicherung, über das Hyper-Backup gegeben. Deswegen muss man natürlich auch schon das notwendige Vertrauen in die Mitarbeiter haben, dem man diese Berechtigung halt eben zuteilt. So, ich gehe jetzt mal nicht näher darauf ein, wie man so eine Datensicherung einrichtet und wie man Hyper-Backup konfiguriert. Das habe ich ja schon in einem anderen Video gezeigt. Ich verlinke das auch nochmal hier oben mit dem i, beziehungsweise unten auch in der Videobeschreibung habe ich es auch nochmal reingelegt. Und wer bei der Umsetzung seiner Backup-Pläne oder Einrichtung der Datensicherung oder ähnliche Dinge Unterstützung braucht, ja, der nimmt am besten mal Kontakt über unsere Webseite mit mir auf oder ruft einfach mal an, dann klären wir, inwieweit ich euch dabei unterstützen kann. So, was kann der Benutzer hier noch tun? Ja, der Benutzer kann sich natürlich erstmal ein Bild hier von dem System machen. Das wäre natürlich möglich. Auch diese Berechtigung habe ich ihm hier erteilt. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, wenn er einen neuen Ordner für eine neue Abteilung braucht zum Beispiel, dann hat er natürlich auch hier die Möglichkeit, mal eben schnell einen neuen Ordner zu erstellen. Dann braucht er also mich nicht extra anrufen und mich darum bitten, dass ich ihm diesen Ordner inklusive der Berechtigung entsprechend einrichte. Ich als Administrator habe sowieso die komplette Kontrolle über das System und habe natürlich auch die Berechtigung auf die Ordner, die er gerade erstellt hat. Also wir sehen schon, ich brauche mir da auch keine Sorgen machen, weil er kann ja in die Gruppe der Administratoren nicht eingreifen. Er kann mir also diese Berechtigung auch nicht entziehen. Also brauche ich mir darüber natürlich auch keine Sorgen machen. Also ihr seht schon, wenn ihr das richtig konfiguriert, dann könnt ihr natürlich hier auch viel Zeit sparen, wenn euch andere Mitarbeiter aus dem Unternehmen oder aus dem Standort dann eben unterstützen. Ich denke mal, ich habe das jetzt hier auch ausreichend erklärt und bin auch am Ende von diesem Video angekommen. Ich denke mal, bis hierhin sollte das Thema eigentlich auch reichen. Und wer jetzt sagt, okay, das hat mir gut gefallen, das hat mir Spaß gemacht, ja, der macht den Daumen hoch und nutzt auch gerne mal die Kommentarfunktion, damit ich weiß, dass dieses Thema bei euch auch tatsächlich angekommen ist. Und wenn du jetzt sagst, okay, das hat der Frank schon ganz gut erklärt, ich habe das gut verstanden und auch die Stimme, ja, die ist auch ganz angenehm, der kann das gut erklären und sicherlich kann der mir bei meinem Problem auch irgendwie weiterhelfen, ja, dann ruft mich gerne an oder schickt mir mal eine E-Mail oder du buchst einfach direkt über unsere Webseite ein persönliches Coaching. Dann können wir mal gemeinsam dein Problem angehen und ich kann dir dann direkt per Teamfieber zeigen, wie das eine oder andere eingestellt wird und ich gebe dir Antworten auf deine Fragen gleich am Telefon. So lernst du es gleich direkt vom Profi und kommst schnell und einfach an Expertenwissen, ohne erst stundenlang im Netz nach Lösungen zu suchen.
Und wenn du keine Zeit für ein Coaching hast oder deine Probleme ja lieber in Eigenregie lösen möchtest, dann schau dich mal auf unsere Webseite um. Dort bieten wir auch passende Online-Kurse für viele Synergie-Themen an. Dann kannst du das ein oder andere Problem sicherlich auch selber lösen und lernst neue Skills und viel Fachwissen direkt hier vom Profi, wann immer du Zeit dafür hast. Und unsere Online-Kurse sind didaktisch so aufgebaut, dass sie eigentlich für jeden passen. Egal, ob du jetzt viel oder wenig Erfahrung mit der Synology hast, ich denke mal, da ist eigentlich für jeden etwas dabei. Egal, ob du Anfänger, Quereinsteiger oder vielleicht schon ein versierter Synology-Anwender bist. Also schau dich mal um, ich denke, das lohnt sich für dich. Okay, dann sage ich jetzt nochmal danke für deine Aufmerksamkeit. Ja, und wenn dir mein Kanal etwas weitergeholfen hat, dann solltest du ihn gleich abonnieren und vielleicht auch gleich unsere anderen Videos bei mir im Kanal einmal anschauen oder nutze auch gerne unsere Online-Kurse. Das war's, ich bin raus, euer Frank, alles Gute, ciao.